Der Ursprung des Bewusstseins durch den Zusammenbruch der bikameralen Psyche. Von Julian Jaönes. Einführung: Das Problem des Bewusstseins. Was für eine Welt des augenlosen Sehens und des hörbaren Schweigens, dieses immaterielle Land der Seele. Welche mit Worten nicht zu fassenden Wesenheiten, diese körperlosen Erinnerungen, diese niemandem vorzeigbaren Träumereien. Und wie intim das Ganze. Eine heimliche Bühne des sprachlosen Selbstgesprächs und mit sich zu Rate gehens, die unsichtbare Arena allen Fühlens, Fantasierens und Fragens, ein grenzenloser Sammelplatz von Enttäuschungen und Entdeckungen. Ein ganzes Königreich, wo jeder von uns als einsamer Alleinherrscher regiert, Zweifel übt, wenn er will, Macht übt, wenn er kann. Eine versteckte Klausel, wo wir die bewegte Chronik unserer vergangenen und noch möglichen zukünftigen Taten ausarbeiten können. Ein inneres Universum, das mehr mein Selbst ist als alles, was mir der Spiegel zeigen kann. Dieses Bewusstsein, das mein eigenstes, innerstes Selbst ist, das alles ist und doch ein reines Nichts, was ist es? Und wie entstand es? Und warum? Nur wenige Fragen haben eine längere und verwirrendere Geschichte als diese: Das Problem des Bewusstseins und seiner Stellung in der Natur. Jahrhunderte des Grübelns und Experimentierens, Jahrhunderte des Bemühens, sich den Zusammenhang zwischen zwei vermeintlich selbstständig existierenden Wesenheiten zu erklären, die man in dem einen Zeitalter Geist und Materie, in dem anderen Subjekt und Objekt, in wieder einem anderen Seele und Leib nannte, endlose Darlegungen über Bewusstseinsströme, Bewusstseinszustände, Bewusstseinsinhalte, präzisierende Begriffsbildungen wie Anschauung, Sinnesdaten, Außenwelt, Ortangefühle, Wahrnehmung, Präsentationen und Repräsentationen, die Empfindungen, Vorstellungen und Affekte der strukturalistischen Introspektionstheorie, die Beobachtungsdaten der wissenschaftlichen Positivisten, die Felder der Phänomenologen, die Apparitionen eines Hobbes, die Phänomene eines Kant, die Erscheinungen der Idealisten, die Elemente eines Mach, die Fahnerer eines Peirke, die Kategorialirrtümer eines Rühle. Das alles hat das Problem des Bewusstseins nicht aus der Welt schaffen können. Stets bleibt ein Rest und widersetzt sich einer Lösung. Was sich da so hartnäckig sperrt und nicht verschwinden will, ist der Unterschied zwischen dem, was die anderen von mir sehen, und meinem eigenen Inneren, von tiefem Gefühl getragenen Selbstempfinden. Es ist der Unterschied zwischen dem Ich und Du der gemeinsamen Verhaltenswelt und dem ortlosen Ort der Gedankendinge. Unsere Reflexionen und Träume, unsere imaginären Gespräche mit imaginären Partnern, in denen wir ach wie gut, dass niemand weiß alles ausplaudern, unsere Hoffnungen und unseren Kummer, unsere Zukunft und unsere Vergangenheit entschuldigen, rechtfertigen, behaupten, dieses ganze dichte Fantasiegewebe unterscheidet sich himmelweit von der handfesten, standfesten, greifbaren, kneifbaren Wirklichkeit mit ihren Bäumen, ihrem Gras, ihren Tischen, Ozeanen, Händen, Sternen, ja selbst ihren Gehirnen. Wie ist das möglich? Wie fügen sich diese flüchtigen Gebilde meines einsamen Erlebens in den Bau der Natur, der diese stille Kammer des Sichwissens irgendwie in sich schließt? Das Bewusstsein vom Problem des Bewusstseins ist fast so alt wie das Bewusstsein selbst. Und jede Epoche hat das Bewusstsein in Begriffen gefasst, die ihren eigenen vorherrschenden Themen und Interessen entsprachen. Im goldenen Zeitalter Griechenlands, als man frei umherreiste, während Sklaven die Arbeit verrichteten, war das Bewusstsein mit der gleichen Freiheit ausgestattet. So nannte Heraklit es einen unermesslichen Raum, dessen Grenzen du im Gehen nicht ausfindig machen kannst, und ob du jegliche Straße abschriebtest. Punkt 1. Ein Jahrtausend später verwunderte sich Augustinus inmitten der höhlenreichen Hügellandschaft um Karthago über Berg und Hügel meines Sinnens, die abgeschiedenen Räume meines Gedächtnisses, die vielen weitläufigen Hallen, auf wunderbare Weise gefüllt mit unübersehbaren Vorräten. Punkt 2. Man beachte, wie die jeweils wahrgenommene Außenwelt zur Metapher für die Innenwelt wird.
Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war eine Zeit der großen geologischen Entdeckungen. Man lernte, die Schichtung der Erdkruste als eine Aufzeichnung der Erdgeschichte zu entziffern. Und daraufhin verbreitete sich die Vorstellung vom Bewusstsein als einer Schichtung, in der sich die Vergangenheit des Individuums abgelagert habe, mit immer tieferen und tieferen Schichten, die sich schließlich in unzugänglichem Dunkel verloren. Diese Betonung des Unbewussten gewann immer mehr an Boden, und um 1875 vertraten dann die meisten Psychologen die Ansicht, dass das Seelenleben nur zu einem geringen Teil aus bewussten Prozessen, in der Hauptsache dagegen aus unbewussten Wahrnehmungen, unbewussten Vorstellungen und unbewussten Urteilen bestehe. Punkt 3. Es war die Chemie, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Geologie als Modewissenschaft ablöste, und von James Mill bis hin zu Wundt und seinen Schülern, wie beispielsweise Titchener, verstand man das Bewusstsein als komplexe Verbindung, die im Labor säuberlich in ihre Elemente wie Sinnesempfindung oder Gefühl zerlegt werden konnte. Und als sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Dampflokomotiven zischend und schnaubend in das Erscheinungsbild des Alltags schoben, eroberten sie sich damit zugleich ihren Platz im Bewusstsein. Vom Bewusstsein das Unbewusste wurde jetzt zu einem Kessel voll Brodeln der Energien, die nach Abfuhr verlangten und, wenn sie unterdrückt, verdrängt wurden, sich in neurotischem Verhalten oder in verstiegenen Träumen mit ihrem Taumel versteckter Wunscherfüllungen gewaltsam ein Ventil schufen. Über solche Metaphern ist nicht viel zu sagen, man kann nur feststellen, dass es eben Metaphern sind. Ursprünglich lief diese Suche nach dem Wesen des Bewusstseins unter der Bezeichnung Leib-Seele-Problem und brachte eine erdrückende Menge philosophischen Tiefsinns hervor. Mit dem Aufkommen der Evolutionstheorie begann sie sich jedoch zu einer wissenschaftsgemäßeren Problemstellung zu mausern. Heute ist daraus die Frage nach dem Ursprung des Geistes oder, spezifischer, des Bewusstseins im Ganzen des Evolutionsprozesses geworden. Wo kann sich dieses subjektive Erleben, das mir in der Selbstbeobachtung zugänglich wird, dieser ständige Begleiter der Unmaße meiner Assoziationen, Hoffnungen, Befürchtungen, Affekte, Erkenntnisse, Farbeindrücke, Geruchsempfindungen, Zahnschmerzen, Schauder, Nervenkitzel, Lust- und Unlustgefühle und Begierden, wo und wie könnte sich dieses wunderbar gewebte Innenleben im Lauf der Evolution entwickelt haben? Wie können wir von bloßer Materie zu dieser Innerlichkeit gelangt sein? Und wenn dem so ist, wann? Dieses Problem nimmt eine Zentralstellung im Denken des 20. Jahrhunderts ein. Und es lohnt sich, eine kurze Musterung der bisher vorgeschlagenen Lösungen vorzunehmen. Auf 8 von ihnen, die ich für die wichtigsten halte, werde ich im Folgenden eingehen. Bewusstsein als Eigenschaft der Materie. Die unter sämtlichen in Frage kommenden Möglichkeiten umfassendste Lösung spricht vor allem den Physiker an. Ihr zufolge liegt hinter dem, was in der Selbstbeobachtung als Abfolge subjektiver Zustände erscheint, eine kontinuierliche Entwicklungsreihe, die sich durch die gesamte Stammesgeschichte hindurch und weiter bis hin zu einer fundamentalen Eigenschaft der in Wechselwirkung stehenden Materie erstreckt. Das Verhältnis des Bewusstseins zu seinem Gegenstand unterscheidet sich im Prinzip nicht von dem Verhältnis eines Baumes zu dem Boden, in dem er wurzelt, und auch nicht von dem Gravitationsverhältnis zwischen zwei Himmelskörpern. Dies war im ersten Viertel unseres Jahrhunderts die vorherrschende Meinung. Was bei Alexander Comprisenke, etwa, mit sein, und bei Witte Heatprehension, nicht reflexives Erfassen, hieß, wurde zur Ausgangsbasis einer monistischen Lehre, die sich in der sogenannten neorealistischen Schule zu voller Blüte entfaltete. Lasse ich beispielsweise dieses Stück Kreide auf das Katheder vor mir fallen, dann unterscheidet sich die Wechselwirkung zwischen der Kreide und dem Katheder nur in ihrem Komplexitätsgrad von den Wahrnehmungen und Erkenntnissen meines Seelenlebens. Kreide erkennt das Katheder, und ebenso erkennt das Katheder die Kreide. Eben deshalb endet der Weg der Kreide auf dem Katheder. Zwar ist dies gewissermaßen nur die Karikatur einer sehr subtil ausgearbeiteten Lehrmeinung, nichtsdestoweniger zeigt sich darin bereits, dass diese bemühte Theorie eine ganz falsche Frage beantwortet. Nicht die Wechselwirkung zwischen mir und meiner Umwelt,
sondern die spezielle Erlebnisweise in der Selbstbeobachtung war und bleibt zu erklären. Die Suggestivkraft jener neorealistischen Lehre ist im Grunde nur aus ihrem historischen Kontext heraus zu begreifen, aus dem Zusammenhang einer Zeit, in welcher die aufsehenerregenden Fortschritte der Quantenphysik in aller Munde waren. Die Undurchdringlichkeit der Materie löste sich auf in rein mathematische Verhältnisse im Raum, und dieser Sachverhalt schien vergleichbar mit jener unkörperlichen Beziehung zwischen einander wechselseitig bewussten Individuen. Bewusstsein als Eigenschaft des Protoplasmas. Bewusstsein eignet nicht der Materie als solcher so die zweitumfassendste Lösung nach der vorigen, sondern ist vielmehr eine Grundeigenschaft aller lebenden Wesen. Zunächst ist es nichts weiter als die Reizempfänglichkeit der kleinsten Einzeller, die dann auf dem Weg über die Hohltiere, die Protochordaten, die Fische, die Amphibien, die Reptilien, die Säuger bis hin zum Menschen eine kontinuierliche, grandiose Entwicklung durchläuft. Für viele Naturwissenschaftler des 19. und 20. Jahrhunderts, unter ihnen Darwin und E.B. Titchener, schien diese These über jeden Zweifel erhaben, was dann im ersten Viertel unseres Jahrhunderts den Anstoß für eine Reihe ganz ausgezeichneter empirischer Untersuchungen an niederen Lebewesen gab. Die Jagd nach rudimentären Bewusstseinsformen war eröffnet. Bücher mit Titeln wie »Die Tierseele« oder »Das Seelenleben der Mikroorganismen« wurden ebenso eifrig geschrieben wie gelesen. Viel und jeder, der schon einmal Amöben bei der Nahrungssuche oder ihre Reaktion auf die unterschiedlichsten Reize oder Pantoffeltierchen beim Umgehen von Hindernissen oder bei der Konjugation beobachtet hat, kennt jene nahezu leidenschaftliche Versuchung, derartige Verhaltensformen nach menschlichem Muster zu begreifen. Und das bringt uns zu einem sehr wichtigen Punkt des Problems, zu unserem Mitfühlen, unserer Identifikation mit fremden Lebewesen.